dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Showtime, Leute. Folge 10 des munteren Kategorienratens auf dem Gleichsatzkanal. Schon wieder keine Uhr gestellt. Okay, wie gesagt, es geht weiter mit der Nummer 171. Man kann die Vorstellung vom Ding herleiten, da ergibt sich ein Sensualismus, Sensus, Sinne, oder Materialismus, Materialismus vor allen Dingen, das ist wieder meine Dativschwäche, ein Dogmatismus. Oder man leitet das Ding von der Vorstellung her, dann ergibt sich ein Idealismus. Keines von beiden trifft zu, beziehungsweise zutreffen sowieso nicht. Denn ein Seinszustand einfach so, dass etwas so oder so wäre, den gibt es nicht. Der ist gestorben mit der Objektivität. Es gibt nur verschiedene Möglichkeiten, sich etwas klarer zu machen, und zwar aus einem bestimmten Grund. Und der wäre eine bessere Welt letztlich. Und der Versuch hier ist aus der klassischen Richtung eine Ableitung, im einen wie im anderen Fall, heißt, es wird hier logisch operiert, als wäre hier etwas einfach logisch abzuleiten. Das ist aber nicht der Fall. Diese Herleitung, die hat einen ganz bestimmten Grund. Und man verfolgt damit einen ganz bestimmten Zweck. Eines solchen Zweckes mögen sich diese Leute möglicherweise nicht bewusst sein. Aber das hilft gar nichts. Wenn es nur der Ordnung ist oder eben irgendeiner Theorie, von der man dann fordern kann, dass sie anerkannt wird mit der dementsprechenden Verpflichtung, so oder so zu handeln oder zu denken. Und das wäre dann ein ganz anderer Ansatz als dieser hier, dieser klassisch wissenschaftliche oder eben entsubjektivierte, wo es immer nur um Allgemeingültigkeiten geht und der Zweck ist eigentlich, diese Allgemeingültigkeit als Rationalität der Menschheit oder wie auch immer da aufrecht zu erhalten ist, den Glauben an eine Vernunft im menschlichen Weben und Wirken da erkennen zu können oder beibehalten zu wollen. Aber erzielt wird nur der gegenteilige Effekt, die Verwirrung wird immer größer, der Turmbau zu Babel. Und letztlich passiert dann doch alles nach den entsprechenden Interessen oder eben der Stärkere setzt sich durch. Das alte Spiel, es werden keine Prinzipien anerkannt.
Und hier versuchen wir eben die Prinzipien in der Ethik zu verorten und der Wissenschaft eben auch nur eine ethische Rolle zuzugestehen, in Form einer Technik, in Form eines Nutzens für die Menschheit durch irgendwelche Erfindungen, aber eben auch eines Schadens oder eines Missbrauchs, darauf zu achten, dass diese Werkzeuge eben nicht missbraucht werden. Und der erste Missbrauch passiert dadurch, dass man eben der Allgemeingültigkeit im methodischen Verfahren da höhere Weihen an Wahrheit, Wissen und Erkenntnis zubilligt, die sozusagen eine semi-religiöse Rolle spielen. Das heißt, es zu unterbinden mit einer besseren Theorie. Und die gibt es hier gratis auf dem Gleichsatzkanal. Aber wir schreiten fort zur Nummer 401. Wieder mal Kollege Berdjajew, ein Genosse aus Russland, der da meint, als Erkenntnis hat die Objektivierung immer mit dem Allgemeinen zu tun. Das ist jetzt, mutet uns, die wir die sämtliche Folgen von Kategorie Hashtag Objektivität durchlaufen haben, als eine Selbstverständlichkeit an, auf die wir gar nicht mehr näher einzugehen brauchen. Für Leute, die gerade eben zugeschaltet haben, ist es dann sicher noch die einen oder anderen Überlegungen wert. Auch ein Erstaunen könnte bisweilen stattfinden. Erkenntnis, oh, allgemein, oh. Wie kommt's? Nun gut, wir befinden uns weiter auf dem Marsch durch die Institutionen und machen einen Zwischenstopp bei der Nummer, bei der Institution 429. Nur bei einer praktizierbaren Möglichkeit einer Trennung von Sein und Sollen, also von Information und Interesse, kann Wissenschaft wertfrei Informationen produzieren. Also Wissenschaft, die Wissenschaft in Form von verschiedenen Wissenschaftlern ist angetreten, wertfrei Informationen zu produzieren, wie das hier heißt. Aber, und jetzt kommt's, ist sich nur möglich, wenn prinzipiell Trennung von Sein und Sollen. Und das ist eben das Problem. Denn eine solche Trennung von Sein und Sollen würde eben voraussetzen, dass sich Ding und Sache, beziehungsweise Wort und Sache, geschmeidig und ohne Rest ineinander identifizieren lassen, gleichsetzen lassen. Und wieso der Kanal Gleichsatz heißt, wäre hier ein kleiner Hinweis gegeben für Schnelldenker. Ist aber in dieser
Verdinglichung, Vergegenständlichung des Geschehens beziehungsweise der Dinge, die dann irgendwie im Bewusstsein landen müssen, als Vorstellung, wie auch immer, vergegenständigt, abgetrennt auf alle Fälle von anderen Dingen wiederum, um die es eben nicht geht gerade. Da ist eben der Punkt, ob das ohne Interesse möglich ist. Dieselbe Frage, dasselbe Problem wäre jetzt umgemünzt eben, inwieweit ein Wissenschaftler seine Gefühle und Interessen in seiner Arbeit ausschalten kann. Da werden jetzt viele sagen, ja sicher können wir das, wir flippen jetzt nicht unbedingt vollkommen aus, wenn Product Placement. Wir flippen nicht vollkommen aus, wenn wir jetzt was auch immer mit einer Kollegin zusammenarbeiten müssen, die uns durch was auch immer gegen den Strich geht. Das lässt uns vollkommen kalt. Nun, das mag schon sein, aber was eben weniger auszuschalten ist, das wäre jetzt eine ganz bestimmte Art von Erziehung und auch eine wissenschaftliche Bildung, die einen einfach in gewisse Bahnen lenkt, ob man will oder nicht. Das, was ein Wissenschaftler tut und auch in seiner Forschung, das ist nicht notwendigerweise eine Sache, die gar nicht anders geschehen kann. Und ergo muss hier eine Relativierung zugegeben werden, die dann auch schon wieder gegen eine Objektivität spricht. Es mag vielleicht ein mehr oder weniger sein, aber wie gesagt, in diesem Fall gibt es kein mehr oder weniger, weil eben etwas objektiv ist oder nicht. So wie man nicht ein bisschen tot oder ein bisschen schwanger sein kann. Nun, ich denke, aus dem Vorhergehenden irgendeiner der Folgen müsste diese Problematik des 429er klar sein. Und auch verstanden werden. Hoffe ich doch, dass eben eine Bedingung, wenn das nicht möglich ist, in der Abteilung Vergegenständlichung oder Gegenstandsbildung, Wortbildung könnte man auch sagen, wenn da keine prinzipielle klare Trennung von Sein und Sollen wie ist hier, getrennt werden kann, sein und sollen getrennt werden kann, dann ist es vorbei mit Wissenschaft, weil eben Wissenschaft wertfrei heißt und Information und nicht sollen im Sinne einer Ethik. Und an diesem Knackpunkt lösen wir hier auf Gleichsatz eben das Ganze auf, dass man es nur mit einem Sollen zu tun hat. Die Wissenschaft hat es nur mit einem Sollen zu tun, beziehungsweise mit einem Nutzen, der erzielt wird. Es geht in einer Operation
Jetzt in medizinischer Hinsicht, da geht es einzig und allein darum, den angestrebten Erfolg zu erzielen, das heißt die Krankheit so weit wie möglich zu beseitigen. Aber es geht nicht darum, eine umfassende Wahrheit zu erzielen. Also eine Wahrheit, die an sich gelten würde oder auch nicht abhängig ist von irgendwelchen Beziehungen oder Relativierungen. Das sind dann schon die Verallgemeinerungen, die können bis zu einem gewissen Grad in einem Lehrbuch auch noch stattfinden, dass man sich orientiert. Aber es gibt eine ganz klare Grenze zum Nichtwissen, sodass eben die sokratische Weisheit, dass man wissen sollte, was man nicht weiß, und wer das weiß, der von diesem Wissen ist es nur ein kleiner Schritt, um eben zu behaupten, dass man eben nichts weiß. Das ist wieder eine Einstellungssache, wie jemand das eben haben will. Tatsachen oder allgemeingültige Wahrheiten gibt es nicht, in diesem Bereich schon gar nicht. Gut, der nächste Punkt, die nächste Nummer, das Objekt der Beobachtung wird sich verschieden darstellen, je nach den Umständen. Je nach den Umständen und Medien, je nach dem Instrumentarium der Beobachtung. Das ist eigentlich auch schon klar, diese Relativierung wurde schon angesprochen, Instrumentarium oder eben der Riechkolben eines Hundes ist ein Instrument, oder eben ein Mikroskop, ein Elektronenmikroskop, ein Teilchenbeschleuniger, wie auch immer, schaut alles ganz anders aus. Und nicht nur in dieser Hinsicht, naturwissenschaftlicher Hinsicht, sondern auch in jetzt, was Menschen betrifft, soziologischer Hinsicht, ist das, was die Leute an Anschauung, Weltanschauung, Ideologie mitbringen, immer geprägt von einem Herkommen oder von bestimmten Erfahrungen. Also, die Idee der Allgemeingültigkeit, der logischen Allgemeingültigkeit, muss ich dazu sagen, weil die ist ja eben von der moralischen, allgemein-ethischen Allgemeingültigkeit zu trennen, die ist schon seit geraumer Zeit am Zerbröseln. Aber es gibt eben immer noch viele Gläubige und es ist ja auch nicht getan, wie gesagt, die Objektivität in eine Intersubjektivität zu verwandeln. Alle diese Spielereien, die greifen nicht an die Wurzel des Problems, die da heißt, dass nichts ist.
den Ist-Zustand in einem wissenschaftlichen, realitätsmäßigen Zustand, den gibt es nicht. Der an sich und allgemeingültig für jeden Menschen gelten müsste. Ups, ich bin schon wieder mich am Verscrollen. Die nächste Nummer. Stein, Baum, Buch sind ganze Gruppen von Ideen. Und diesbezüglich in sprachkritischer Hinsicht sind eben Allgemeinbegriffe nichts anderes als Hilfsbegriffe, um nicht immer jahrelang erklären zu müssen, um was es sich handelt, was oft auch völlig irrelevant ist, wenn ich jetzt in einer bestimmten Situation zu jemandem sage, du gib mir doch mal diesen Stein her, damit ich den Hering einschlage und das Zelt steht, etc. Dann muss gar nicht groß erklärt werden, um was es sich da handelt, irgendeine Realität des Steins, sein Gewicht. Wenn ich durch ein Hindeuten einfach die Sache klar machen kann, dann ist das, spielt das alles keine Rolle. Es besteht kein Interesse an einem Stein an sich oder der Idee des Steins oder Buch vielleicht noch mehr, eine Idee des Buchs. Kommt vielleicht wieder, vielleicht sind wir schon in einem Zeitalter, wo vielen Leuten die Idee, die hinter so einem Buch gestanden hat, bestimmten Generationen zu erklären, die davon keine Ahnung haben. Also, Allgemeinbegriffe sind nützlich und praktisch, aber sie beinhalten keinen Erkenntniswert in dem Sinne, außer den jetzt jeder einzelne Mensch mit seiner Erfahrung mitbringt. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht eine Idee von einem Stein, Baum oder Buch hat. Anders wäre es bei etwas schwierigeren, komplexen Ideen, wie zum Beispiel einer juristischen Person. Da gibt es jetzt wieder weniger Leute, die da qualifizierte Unterscheidungen treffen könnten zu anderen Personen. Naja, das nehmen wir in Kauf. Dieses Gerumpel. Wir schreiten weiter zur nächsten Nummer 301. Gegenstand wie Erkenntnis sind und bleiben Probleme der Verbindung. Also, dass die Erkenntnis gegenstandsabhängig ist, das wissen wir mittlerweile. Und das Problem der Verbindung heißt nichts anderes, als dass eben ein Vergleich stattfindet. Es wird ein Bezug hergestellt zu etwas
Und der ist nicht nur einer der Wahrnehmung, dass ich jetzt die Aufmerksamkeit auf etwas richte und dann auch diese Aufmerksamkeit noch gespannt lasse bis zur Verwandlung in einen Begriff. Dieses Problem stellt sich bei vielen Dingen nicht, weil die ja eben die viele Begriffe seit von Kindesbeinen an gewohnt sind, in der Identifizierung eben, die jetzt die Erwachsenen dem Kind da vorstellen, das ist ein Schaf, das ist ein Hund, das ist ein Tisch. Da ist diese Verbindung jetzt geläufig, eingeübt sozusagen, werden keine Gedanken mehr daran verwendet. Aber anders schaut es eben aus, wenn man jetzt, was weiß ich, in irgendeinem Geschäft steht, an der Wursttheke oder in einer Bäckerei, nehmen wir eine Bäckerei, und da ist jetzt irgendeine Süßigkeit und man weiß die nicht mit Namen zu benennen und es steht auch, ist auch kein Schild vorhanden. Und dann wird eben versucht, von diesem Ding eine Verbindung herzustellen zu einem Wort, das nicht zur Verfügung steht. Und dann bleibt es eben bei einem Deuten, das da, oder man nennt das dann eben Dings da oder so ähnlich. Aber es gibt eben auch komplexere Begriffe, wo es eben eine ziemliche Denkarbeit, einer ziemlichen Denkarbeit braucht, um da einen bestimmten Situation, Zusammenhang, Klarheit zu schaffen in der Kommunikation. Und das sind dann eben solche Probleme der Verbindung. Womit wir beim nächsten Punkt wären, wieder aus diesem Sammelband Neukantianismus, Erkenntnistheorie und Logik aus dem Jahre 1980, wo es heißt, die Form gilt, die Form gilt. Sie erhöht das Material zur Gegenständlichkeit. Nun, das ist jetzt eben die Frage, inwieweit die Form ist in dem Fall jetzt das Wort, die Wortform. Sie erhöht das Material zur Gegenständlichkeit. Hier wird jetzt eben so getan, aber es ist die Auffassung, dass sich das so ohne weiteres bewerkstelligen lässt. Einfach das Wort etikettmäßig anzuheften und schon ist das Material erhöht zur Gegenständlichkeit. So einfach ist es eben nicht, sondern das Problem ist, warum überhaupt eine Form gilt und welche Kriterien da jetzt genau dieses oder jenes Wort dafür qualifizieren, um das Material zur Gegenständlichkeit, das heißt zu etwas, das im nicht nur im Bewusstsein landet, sondern da dann auch schon eben gilt wie so und nicht anders. Und das muss eben bezweifelt werden. So einfach geht das nicht.
Freunde des Neukantianismus. Aber das soll es dann hier auch schon gewesen sein. Die Nummer 305 eignet sich gut als Kurzbeschreibung dieser Folge im Abspann eines YouTube-Videos. Das sind 60 Zeichen zur Verfügung. 305 merke ich mir mal. 306 ist mit Sicherheit zu lang. Also 305, ohne das Ich gibt es auch keine Dinge. Das ist jetzt schon wieder eine steile Vorgabe, eine Steilvorlage, so muss es heißen. Also ich denke mal, da braucht es schon einige Voraussetzungen, die dieses Ich da mit sich bringt. Da brauche ich gleich mal einen Schluck, damit ich noch was überlegen kann. Ein eingeschworener subjektiver Idealist würde dem zustimmen, beziehungsweise ist wahrscheinlich von diesen Leuten dieser Spruch. Da kann man natürlich nur abstreiten, denn wird auch jeder Normalverbraucher, der natürliche Realist, wird es auch abstreiten. Das ist vollkommener Witz, ist absurd, das zu behaupten. Aber der Punkt ist eben, es geht nicht um die Dinge, da gibt es sicher irgendetwas ohne jede Menge Ich. Wird jetzt die Welt nicht vollkommen verschwinden oder das ganze Weltall. Aber der Punkt ist, dass die Dinge, dass nichts erkannt werden kann, wenn da nicht ein Subjekt ist, das eben diese Beziehungen herstellt oder eben denkt. Es geht um die Erkenntnis. Die Frage ist, ob diese Dinge oder wie auch immer, dieses Irgendetwas, das da außerhalb meiner Augen oder auch innerhalb meiner Augen, wie auch immer, alles Mögliche, um die Erkennbarkeit geht's. Ob es eine objektive Erkenntnis dieser Sachen, ob die möglich ist. Und da gibt es eben Grenzen. So etwas ist nicht an sich nicht möglich. Es gibt zwar Allgemeinheiten, Wiederholungen, jede Menge, aber die sind eben auch nicht so stringent, dass man das an sich verallgemeinern könnte. Und das ist der Punkt. Deswegen bleibt das alles nur nützlich und praktisch und ist eben unter Wertkategorien zu betrachten und damit eben rein in ethischer Hinsicht von Bedeutung. Jetzt machen wir noch, ich warte jede Minute auf mein Klingelzeichen. Jede Erkenntnis ist gegenstandslogische Erkenntnis, das schenke ich mir jetzt, das nochmal auszubreiten, das ist mittlerweile klar auf irgendwelche Newcomer im Programm kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen und es ist auch nur doppelt gemoppelt wieder aufgeführt, um die Verbreitung eben solcher Erkenntnisse von verschiedenen Autoren. Die Autoren werden nicht mit Namen genannt, weil eben das keinen Sinn macht, wenn sinngleiche Aussagen da, wo der eine vom anderen abgeschrieben hat, zum Beispiel, auf das lasse ich mich nicht ein.
Und wenn ich jetzt nichts höre, ja, eine Minute, dann machen wir heute mal etwas früher Schluss. Kann jeder noch mit der gewonnenen Minute tun, was er oder sie will. Ich halte die Nummer 318 fest, würde ich gern, wenn ich könnte, aber ich kann nicht. Wieso kann ich nicht? Das ist jetzt auch egal, ich schalte jetzt da nicht mehr um. Schalte doch um. Peace and out, Leute, es ist vorbei, ich markiere das so nochmal. Ups, 308, das muss später sein, also gehen wir noch rauf, 321 ist ja 318, sowas. Also, ja, geht doch. Man darf nicht glauben, dass diese These, wir können die Wirklichkeit gar nicht erkennen, die sehr verbreitet ist, das heißt der Skeptizismus, auch nur ansatzweise haltbar ist. Das ist tatsächlich das am besten Widerlegte.